Ich habe jetzt meine Brille nicht auf. Ich sehe so Licht hinter den Wolken. Es könnte sein UFO-Licht oder Mondlicht. Aber es ist geschätzt Mond, aber kann auch UFO-Licht sein oder was ist echt so Geisterlicht. Anomalie oder wie das heißt, Paranormal, wie Paranormal, ich weiß nicht, wie das heißt. Sieht so komisch aus, echt. Ey, es ist doch kein Mond. Was hat mein Freund dafür einen Blödsinn erzählt? Doch kein Mond, was ich fotografiert habe. Ja, es ist nie im Leben Mond. Es sieht so komisch. Verstehe ich jetzt nicht. Der Mond ist rund, hat ein bisschen abgenommen und so sieht er nicht aus. Nee. Er sieht so eckig aus, ey. Das sieht man, dass der eckig ist. Ey. Das eckig ist das Objekt. Sieht so komisch aus, ey. Das bewegt sich ja sogar. Ey, es bewegt sich ja. Mein Schatz, Patrick Tape, kannst du sagen, was das sein könnte? UFO oder Mond? Nicht Mond oder nicht UFO? Oder Wetterkanalkreis Steinfurt, wie du heißt. Vielleicht habe ich Glück, dass ich jetzt endlich mal ein seltenes Objekt aufnehme. Ah, der Kühlschrank, ey. Ich schätze mal, es ist ein Halloween-Licht, ein Gespensterlicht. Ja, mit Sicherheit. Oder ein UFO-Licht. Aber der Mond könnte es nicht sein. Der Mond kann man gar nicht sehen wegen den Wolken. Aber im Mond sind die Wolken davor, aber den Stern habe ich gekriegt. Und ja, der Weihnachtsstern ist jetzt auch schon zu sehen. Ich habe draußen gerade Weihnachtsstern gesehen. Ja, das war's mit dem Video schon Abend noch. Bis dann. Wenn ihr weißt, was das ist, dann schreibt es mir in die Kommentare.